Unser Thema heute ist Atomkraft. Wir gehen zuerst auf den Aufbau, dann auf die Funktion und anschließend auf die Probleme ein. Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Atomkraftwerken, aber wir zeigen jetzt die am häufigst genutzte Art. Diese hat normalerweise drei Gebäude: ein Reaktorgebäude, das Maschinenhaus und den Kühlturm bzw. den Fluss, wobei es beides geben kann oder nur eins von den beiden. Außerdem gibt es drei Wasserkreisläufe. Zuerst den Primärwasserkreislauf. Dieser befindet sich hauptsächlich im Reaktorgebäude. Dann den Sekundärkreislauf. Dieser befindet sich hauptsächlich im Maschinenhaus. Außerdem gibt es auch noch den Kühlkreislauf. Dieser ist hauptsächlich im Kühlturm, aber auch im Maschinenhaus und im Fluss ansässig. Kommen wir nun zur Funktion. Im Reaktordruckbehälter entsteht Wärme. Diese Wärme erhitzt Wasser. Nun gelangt die Hitze des Wassers in den Wärmetauscher und dadurch in den Sekundärkreislauf. Dort verdampft es und gelangt zur Turbine. Die Turbine dreht sich und ist auf einer Achse mit dem Generator verbunden, weshalb Strom erzeugt wird. Nun nimmt das Wasser des Kühlkreislaufes die Wärme des Sekundärkreislaufes auf und es kondensiert. Dieses läuft zurück zum Wärmetauscher. Das Wasser des Kühlkreislaufes geht zurück in den Kühlturm oder in den Fluss und wird dort gekühlt. Kommen wir zu den Problemen von Atomkraft. Das erste Problem sind natürlich Katastrophen. Die letzte große war in Fukushima. Dort gab es ein Erdbeben und als Folge dessen ein Stromausfall. Die Notstromversorgung fiel auch aus. Somit konnte die Kernspaltung, also die Reaktion, die die Wärme erzeugt, nicht mehr kontrolliert werden und es kam zur unkontrollierten Kernspaltung. Daraus folgte eine Wasserstoffexplosion und es wurde radioaktive Strahlung frei. Ein weiteres Problem ist natürlich die Endlagerung. Atomkraftwerke verbrauchen Uran oder Plutonium. Dieser Abfall wird dann einfach in Fässern gelagert. Diese werden in ausgewählte Schächte gepackt. Diese sind aber nicht immer sicher, sodass der Abbau zu lange dauert und in der Zeit die Fässer kaputt gehen. Somit tritt radioaktive Strahlung aus. Dadurch ist Atomkraft auch eher unsicher und es sollten Alternativen gesucht werden.